Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem 1. FC Magdeburg. Endstand vor 17.339 Zuschauern, 4:2 für den VfL. Ich begrüße die anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie unsere Fans und Zuschauer in den angeschlossenen Bereichen der dem VIP-Treff Nordtribüne der Stadtwerke Bochum Lounge und dem 1848. Ein besonderer Gruß geht an unsere Gäste aus Magdeburg. Deren Cheftrainer Michael Oenning sitzt hier ebenso neben mir wie Robin Dutt, unser Chefcoach. Und der erste Kommentar gebührt wie immer dem Gast Michael Oenning. Herzlich willkommen zurück an Alter Wirkungsstätte. Dein Kommentar zum Spiel bitte. Glückwunsch zum Sieg an den VfL Bochum und an dich natürlich, Robin. Ich denke, das ist ein verdienter Sieg des VfL Bochum, auch in der Höhe, weil wir, glaube ich, in den entscheidenden Momenten einfach so sehr unter Druck waren, dass wir öffnen mussten aufgrund der Allgemeinsituation, in der wir uns befinden, weil wir hier heute angetreten sind, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir sehr mutig gespielt. Wir haben auch viele Torgelegenheiten gehabt, eine Menge Ecken, haben aber leider, wie so oft, das Tor nicht getroffen und gehen dann in einer eigentlich bekannten Situation in Rückstand. Also der lange Ball, der ist ja nun wirklich nicht neu, der ist auch exzellent geschlagen vom Torwart mit der Verlängerung. Und dann sind wir eigentlich dran und kriegen die Situation nicht geklärt und gehen in Rückstand. Das ist natürlich immer möglich. Hilft uns in der Situation natürlich nicht, dass wir uns dann gerade in der Pause eine Menge vorgenommen haben, weil wir wussten um das Ergebnis oder zumindest um den Halbzeitstand in Ingolstadt, so dass wir gezwungen waren, dann noch mehr Risiko zu gehen, kommen raus, machen wieder Druck. Und dann weiß ich nicht, kann ich jetzt so auch nicht beurteilen, ob es dann ein Freistoß war vom 2:0 oder nicht. Das war eine ziemlich merkwürdige Szene, ziemlich unübersichtlich, aber eben eine sehr gefährliche Situation. Und den Freistoß haben wir dann sehr schlecht verteidigt und dann steht 2:0. Und dann ist die Geschichte des Spiels natürlich klar. Wir müssen noch mehr riskieren, haben es dann auch personell gemacht. Und sind eigentlich erst nach dem 3:0 zurückgekommen, haben dann den Anschlusstreffer gemacht, hatten dann eine sehr gute Phase, kassieren dann noch den vierten, machen noch das zweite und am Ende hat Bochum das dann auch souverän über die Zeit gespielt, ohne da irgendwas rauszunehmen, weil sie eben nicht gezwungen waren. Und das ist eben die Situation. Wir haben heute ein wichtiges Spiel verloren. Ich glaube nicht, dass wir enttäuscht haben. Wir haben einfach in ein, zwei Situationen eben auch die falsche Entscheidung getroffen, haben uns im Zweikampf nicht durchgesetzt. Wir haben auch im Personellen heute einiges ändern müssen, aufgrund der angespannten Personallage. Und dementsprechend akzeptieren wir das, ohne jetzt irgendwie jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, weil es sind noch zwei Spiele zu spielen und man sieht von Spieltag zu Spieltag, es ist alles möglich und auch mit dem Wissen, dass wir noch alles schaffen können, werden wir nach Berlin fahren und versuchen dann das nächste Spiel zu gewinnen. Euch alles Gute auch für die Zukunft und ja, das wäre es von meiner Seite. Vielen Dank. Robin, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, es fühlt sich schon als sehr hart erarbeiteter Sieg an. Es ist doch deutlich so, dass uns jetzt momentan in dieser Phase nicht alles so leicht fällt. Die Abläufe nicht so leicht sind, die Verbindungen zwischen den Mannschaftsteilen nicht fließend sind und wir natürlich momentan komplett darauf angewiesen sind, von der Mentalität, von der Laufbereitschaft und zu leben. Das hat die Mannschaft über große Teile des Spiels dann auch gezeigt und hat versucht, sich eben so die Torchancen zu erarbeiten, weil wir natürlich momentan defensiv alles andere als stabil sind. Und man sieht ja, wir müssen momentan schon auf fast 4 Tore schießen, dass du als Sieger vom Platz gehst. Und ja, ich sehe das Spiel auf zwei Sichtweisen. Es gibt, finde ich, schon auch einiges zu kritisieren, was wir besser machen können, wo wir klarer spielen müssen, wo wir mal einfacher, wo wir schneller auch defensiv umschalten müssen. Der Gegner hat aber auch, muss ich sagen, immer wieder Phasen gehabt, wo es uns auch richtig schwierig gemacht hat. Umgekehrt war es natürlich unglaublich wichtig, jetzt 3 Punkte auch zu holen, dass man die obere Tabellenhälfte nicht aus den Augen verlieren, dass wir mit einem guten Gefühl aus der Saison kommen. Und ja, so ein lachendes Auge vom Ergebnis her, aber sicherlich ist momentan nicht alles so selbstverständlich, wie es bei uns schon war im Spiel. Es ist natürlich auch der personelle Situation geschuldet und man sieht ja, wie wichtig so ein Tom Weiland ist. Der könnte auch mal 2-3 durchschnittliche Spiele gewinnen, wenn er einen guten Tag hat. Und von daher
freuen wir uns über den Sieg und haben aber genügend aufzuarbeiten. Magdeburg, alles Gute, haut alles rein. Große, tolle Fans und ein Fußballstandort im Osten hat es immer verdient, drin zu bleiben. Und deswegen alles Gute für die letzten zwei Spiele. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Mikrofon wird gereicht, da schießen die Hände schon hoch. Fangen wir mal mit Christian Hoch von Funke Medien an. Herr Dutt, wie haben Sie die Leistung von Sylvain Gonvoula heute gesehen und wäre er so theoretisch auch eine Option für über den Sommer hinaus? Ja, ist ja ganz offensichtlich, dass er heute mal wahrscheinlich seine beste Saisonleistung gebracht hat. Man vergisst halt immer, er ist halt auch 22 Jahre und heutzutage im Fußball irgendwie als 22-Jähriger zwei, drei Jahre Zeit zu bekommen, das ist irgendwie vorbei. Ne? Kommen und funktionieren, wenn nicht, geh wieder. So ist so ein bisschen die These heutzutage. Man hat keine Zeit mehr, die Trainer sind ja gar nicht so lange da, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wie das die 22-Jährigen entwickeln können. Ich finde, heute hat er es gut gemacht, war engagiert, er ist unangenehm, schwer zu verteidigen. Natürlich, wenn er das Spiel manchmal noch so einen Tick cleverer spielen würde, könnte er natürlich noch viel mehr machen, aber sicherlich war das, da braucht man jetzt nicht mich in der Bewertung dazu, sicherlich jetzt sein bestes Saisonspiel bisher. Ja. Michael Eckert von der Watz übernimmt. Ja, steckte denn hinter der Berücksichtigung von Sylvain der Gedanke, dass der Gegner ziemlich physisch ziemlich stark und bei Standards auch sehr stark ist, auch eben bei eigenen, also auf der eigenen, ich habe gesehen, Sylvain hat viel rausgeköpft auch aus dem eigenen Strafraum. Ja, die Standardsituation ist so ein Nebeneffekt, aber das hat er defensiv wirklich sehr gut gemacht. Der eigentliche Grund war eben taktischer Natur. Ist halt so, dass wir schon in den letzten Wochen vielleicht nicht mehr ganz das Positionen-Kurzpassspiel aufziehen können, wie wir es davor gemacht haben und für meinen Geschmack eben den einen oder anderen langen Ball zu viel spielen. Aber da es nun mal so ist, war dann halt die Idee, die Dreierkette von Magdeburg mit zwei Spielern zu binden und Sylvain dann eben einen zusätzlichen Spieler zu haben, der dann bei Lukas für Entlastung sorgen kann. Und ich glaube, das hat er ganz gut gemacht und das war eben die Überlegung. Besten Dank. Der Kollege Holscher von der Volksstimme. Frage an Herrn Oenning. Sie haben ja die personellen Umstellungen schon angesprochen. Jan Kirchhoff hat diesmal in der Dreierkette in der Mitte gespielt. Können Sie die Idee nochmal erklären, warum jetzt er diesmal ein bisschen zurückgezogener gespielt hat? Nico Hamann hat dafür ein bisschen weiter vorne gespielt. Ja, genau aus dem Grund, weil ich das schon geahnt habe, dass Bochum mit den beiden großen Spitzen spielen wird. Und dann ging es auch um die Länge, das hat man ja auch gesehen. Die Luftduelle waren ja alle umkämpft. Das Gleiche, Christian Beck ist auch schwierig zu verteidigen vorne. So ist das mit uns auch dann in dem Moment. Das andere war auch, dass ich der Meinung war, dass Injowski gut gespielt hat auf der 6 und dass ich das nicht ändern wollte. Und dementsprechend haben wir das so umgestellt. Das hat auch aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit wirklich gut funktioniert. Weitere Fragen ihrerseits scheint nicht der Fall zu sein. Den Gästen aus Magdeburg eine angenehme Heimfahrt, so es denn möglich ist. Erfolgreiche Restsaison. Wir sehen uns hier wieder zum Saisonfinale am 19. Mai gegen Union Berlin.